Willkommen zurück zu Mario Kart Double Dash für den Nintendo GameCube. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt übrigens in zwei Parts bisher. Wir haben die Hälfte der Meisterschaft rum. 4 Punkte sind wir vor Wario und Birdo. Ja, ein Patzer und die sind direkt wieder dran. Ach, Yoshi Circuit. Ich mag Yoshi, aber ich hasse diese Strecke. Sowohl hier als auch in Mario Kart 8. Wobei, ich hasse sie in Mario Kart 8, glaube ich, noch mehr. Ich hasse sie. Ja, wohl. Ich hasse sie. Oh yeah. Ich mag sie nicht. Aber gut, das ist egal. Auch diese Strecke müssen wir ja irgendwie überstehen. Warum mag ich diese Strecke nicht? Irgendwie mag ich die Kurve nicht. Keine Ahnung. Ja, gut. Ja, dritter Part von insgesamt 4. Wir sind hier mitten in der Meisterschaft. Eventuell sollte ich probieren, so langsam mal so einen Vorsprung zu erspielen. Für die letzte Strecke, aber gut, mein Gott, das ist die Hälfte, ist noch. Ich denke mal, so die letzten drei Rennen werden höchstwahrscheinlich die sein, wo es um die Wurst geht, wo es wirklich entscheidend wird. Irgendwie driftet mein Kart merkwürdig, aber das ist egal. Muss ich gleich mal in die Boxengasse fahren und hier eventuell ein paar Korrekturen vornehmen. Hatte ich eigentlich auch erwähnt, dass die Meisterschaft in der höchsten Geschwindigkeitsstufe ist bei Mario Kart Double Dash? Falls nicht, ja, ist es so. Jetzt fallen mir gerade so viele Sachen ein, die ich nicht erwähnt habe. Ich unprofessioneller Mensch. Aber gut, wir machen das ja auch nicht professionell. Von daher, gut. Aber solange Bowser da vorne wegfährt, ist mir das egal. Denn unsere Konkurrenz, ich gucke ja immer so ein bisschen vielleicht zu häufig auf die Platzierungen links. Etwas, ja, was ist bei alten Mario... Moment, wie war denn das bei den neuen Mario Karts? Kann man da auch die Platzierungen sehen? Nee, kann man nicht, ne? Ich meine nicht. Müsste ich mal überlegen, aber nö. Ja, ich gucke da immer relativ häufig hin. Oh, zu häufig bin ich hier gerade. Alter, was beschießt der mich denn mit hier mit grünen Panzern? Das wäre doch mal ganz gut, wenn Wario und Birdo nicht in den Top 4 wären. Aber egal, wir müssen irgendwie versuchen, noch an Bowser vorbeizukommen. Und jetzt haben wir es geschafft. Ja, letzte Runde. Das sieht exzellent aus. Selbst auf dieser Strecke hier. Also wenn ich selbst hier gewinne, dann kann das mit dieser Meisterschaft echt was werden. Ich habe übrigens auch schon zwei, dreimal so eine Meisterschaft gemacht und habe die nicht gewonnen. Da habe ich merkwürdige Karts und Fahrerkombinationen genommen. Aber nicht, dass ihr denkt, ich gewinne jedes Mal. Also ich bin wirklich richtig, richtig scheiße in diesem Spiel. Vielleicht seid ihr beschissener als ich. Vielleicht, aber höchstwahrscheinlich auch nicht. Gut, wir haben gewonnen und kein Hauptkonkurrent in den Top 4 Plätzen. Das ist... Oh, das ist schön. Gucken wir doch mal. Platz 8, 0 Punkte. Okay, das ist natürlich Premium. Da haben wir jetzt 14 Punkte Vorsprung. Das ist geil. Ich will jetzt nicht von einer Vorentscheidung sprechen, aber im Prinzip ist es eine Vorentscheidung. Da müsste ich jetzt schon in irgendeiner Strecke richtig reinscheißen. Wie zum Beispiel Waluigi's Stadium. Ach ja, an dieser Stelle schöne Grüße an Zellos, der wahrscheinlich Mario sagen würde. Aber das lassen wir mal. Gut, ja, Vorentscheidung in der Meisterschaft. Das ist wie im Fußball in der deutschen Liga. Zumindest in den letzten Jahren. Gut, ich weiß jetzt nicht, wann ich das Video hier hochlade und wer dieses Jahr Meister geworden ist. Aber es war in den letzten Jahren meistens so, dass... ein Verein, der FC Bayern, immer viele Punkte Vorsprung hatte. Und 14 Punkte oder wie viele ich auch immer habe. Ich meine, es müssten 14 sein. Ich hatte 4 vor dem Part und ich habe 10 bekommen, R0. Das ist schon ein Brett. Allerdings, wir alle kennen Mario Kart. Es wurde von Japanern entwickelt. Wir alle kennen Japan, die japanische Kultur. Alles ist möglich. Ich kann irgendwo runtergeblitzt werden. In dieser Donkey Kong Strecke, die übrigens auch noch kommt, von der Brücke fallen, letzter werden. Also es ist hier noch nichts entschieden. Das ist auf jeden Fall so. Falls ihr denkt, oh, ja, jetzt ist ja entschieden. Jetzt muss ich ja das nicht mehr angucken. Klar, ich kann euch nicht zwingen, es anzugucken. Aber ihr werdet auf jeden Fall das spannende Finale verpassen. Solltet ihr denken, oh, 14 Punkte. Es ist, wie gesagt, die Hälfte und ein Rennen. Es ist alles möglich. Aber gut, es ist im Moment. Läuft es einfach, würde ich mal sagen. Es läuft. Ach, hätte ich das gewusst. Hätte ich die Banane auch noch aufgehoben. Achso, hier kann man übrigens auch nicht in dem Spiel Items hinter sich her
ja, wie nennt man das, herschieben oder herhalten, falls ihr euch denkt, warum hält er das Item nicht einfach hinter seinem Kart? Das geht nicht, oder ich weiß nicht, wie es geht, weil ich hier ein Idiot bin, aber auf jeden Fall funktioniert es nicht, wenn ich die Item-Taste gedrückt habe. Das finde ich tatsächlich übrigens gar nicht so schlecht. Das finde ich ganz gut. Das könnten die bei den neuen Mario Karts ruhig auch mal machen. Weil dann neigt man nur irgendwie dazu, wenn man vorne ist, die Items hinten... Oh Gott, das war eklig. Das war auch eklig. Dann neigt man nur dazu, die Items hinter sich kleben zu lassen und verwendet diese ganzen Bananen alles gar nicht mehr. Und das finde ich eigentlich irgendwie schade. Von daher, das finde ich hier in dem Spiel ganz gut. Das könnten die ruhig mal wieder machen. Dafür die Münzen wieder abschaffen, weil die fand ich jetzt in den letzten Mario Karts eher nervig. Okay, wir sind Zweiter und genau das meine ich. Jetzt werde ich mal volle Kanne rangenommen. Kommen wir noch zufällig rüber. Kann mir noch durch Zufall Platz 2 sichern. Wieso bin ich denn jetzt Erster geworden? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist der dann nochmal irgendwo runtergefallen? Muss er scheinbar. Okay. Ja, wir bauen den Vorsprung sogar noch weiter aus. 92 zu 76. Exzellent. Die Mushroom Bridge mit einer Abkürzung und vielen Abkürzungen, die ich alle nicht kann, und einer Brücke, die ich absolut langweilig finde. Das ist so ziemlich, ja, die Strecke finde ich ein bisschen overhyped. Viele mögen die ja total gerne. Weiß ich nicht. Ich finde sie irgendwie langweilig. Und sie hat diese langweilige Musik, die es in vielen Strecken gibt. Ach ja. Friss meinen Grünen. Er will nicht. Er will nicht so wirklich. Mario Kart Double Dash, ach ja. Ach, das kann man ab und zu mal immer wieder rauspacken, das Spiel. Auch Mario Kart Wii kann man immer mal wieder rauspacken. Wobei, da hatte ich ja eine Videoreihe, die man sich auch angucken kann, wo ich Mario Kart Wii Online gespielt habe. Ich würde auch gerne weiter Mario Kart Wii Online spielen. Das Problem ist, dadurch, dass es auf privaten Servern läuft, spielt man nur noch gegen absolute krasse Freaks, die wirklich gut sind. Und das macht dann irgendwie auch keinen Spaß mehr. Was irgendwie ein bisschen schade ist, weil Mario Kart Wii, der Online-Modus, hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht. Aber es macht einfach keinen Spaß, wenn man dann sieht, wie viele Punkte man immer verliert. Und dass man eh nicht gewinnen kann, weil da so krasse Leute drin sind. Aber wenn euch das mal interessiert, das gibt es auch auf unserem Kanal in irgendeiner Playlist. Ach ja. Ja, ja, so viele Sachen, die wir schon gemacht haben mittlerweile. Auf unserem wunderschönen Kanal. Okay, da ist ein Pilz. Den versuche ich mal anzuzielen. Jawohl. Das sieht doch ganz gut aus. Ich hasse diese Melodie eigentlich. Warum suche ich sie mit? Es ergibt keinen Sinn. Genauso wenig wie dieses werde ich hier nochmal? Da ist der Konkurrent. Er wird abgeschniepert und wir sind wieder auf Platz 1. Ach, es läuft einfach zu gut. Und habt ihr das gerade eben links gesehen? Eine Millisekunde vor dem Ziel wurde Wado, also Wario und Birdo, noch überholt. Und wir können so einen Vorsprung jetzt nochmal um weitere 4 Punkte... Also... Ja, so allmählich... Wie viele Punkte sind es? Ich habe nicht aufgepasst. 20 oder so. Allmählich... bin ich doch optimistisch, dass ich hier... gewinnen kann. Ja, die letzte Strecke für diesen Part. Eine Strecke, die ich sehr mag. Sowohl in der GameCube als auch in der Wii-Version. Ach, ich liebe sie. Das ist echt eine coole Idee mit diesen Entendingern, die einen verfolgen und diesem Wasser, was sich immer bewegt. Das ist wirklich eine coole Streckenidee. Wenn man hier einmal vorne ist, hat man meistens gewonnen, weil die Strecke relativ kurz ist. Ja, was soll ich noch sagen? Ich hätte nicht gedacht, dass es in der Meisterschaft so relativ gut läuft. Schnell auf Holz klopfen. In der Gerade geht das ja. 29 Sekunden für eine Runde und... Ja, das Gute ist, ich führe jetzt hier, es kann eigentlich... Boah, jetzt habe ich große Fresse, aber ist mir auch egal. Es kann hier jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel passieren. Gut, ich meine, es kann ein Blauer kommen und ein Blitz, aber... Hier ist man als menschlicher Spieler eigentlich relativ sicher, wenn man nicht gerade in diese Enten da reinfährt, aber... Weiß ich nicht, die finde ich auch relativ vorhersehbar. 28,577. Der Vorsprung wächst sehr gut. Toad fährt uns ins Ziel. Und dann haben wir auf jeden Fall 20 Punkte Minimum Vorsprung, sollten wir hier gewinnen. Und das sollte ich eigentlich, außer man schießt sich selber ab, das ist natürlich selten intelligent. Ja, außer vielleicht,
Ja gut, selbst wenn ich in der letzten Strecke letzter werde, eigentlich. Aber es kommt auch noch die Eisstrecke, die kann ich halt auch überhaupt nicht. Ah, schauen wir mal. Wir haben gewonnen, das ist cool. Ach ja, sehr schön. Wir nehmen auf jeden Fall einen Vorsprung in den letzten Part. Ich hoffe, ihr seid auch im letzten Part dabei, auch wenn es relativ eindeutig aussieht. Wir sehen uns. Bis dann, macht's gut und ciao.